Simon hat gerade die Keynote gehalten zu dem wunderschönen Thema, nicht Customer Journey, sondern Consumer Journey, ja. Und dem Sales Funnel dazu. Der Sales Funnel. Warum explizit Consumer? Consumer deshalb, weil wenn ich mir den Funnel anschaue und die Consumer Journey anschaue, habe ich einen sehr großen Bereich vor dem Zeitpunkt, wo er konvertiert und zum Kunde wird. Und ich möchte ihn ja am liebsten schon dann haben, wenn er das erste Mal überhaupt mit mir in Berührung tritt. Das heißt also, ich muss eigentlich schon ganz, ganz viele Schritte zuvor mir überlegen, mit wem komme ich da eigentlich in Kontakt? Nicht nur das, ich möchte auch gerne wissen, was er davor gemacht hat, damit, wenn er mit mir in Kontakt kommt oder in den Sales-Prozess kommt, dass ich ihm die richtigen Angebote machen kann. Und wie komme ich denn überhaupt dazu, diesen Menschen oder diesen Consumer zu identifizieren? Weil das ist ja eine Unmenge von Daten. Ja, das ist eine Unmenge von Daten. Ich muss mir anschauen, welchen Touchpoint er bedient. Mhm. Und dann kann ich identifizieren, welche Micro-Moments ich dazu ordnen kann. Das heißt, es gibt Moments, die sind im Aufmerksamkeitsbereich, manche sind in der Orientierungsphase. Dann kommt die Phase, wo er sich entscheidet für etwas, wo er abwägt zwischen A und B. Dann möchte ich vielleicht noch irgendwie ein besonderes Angebot haben. Und das muss ich alles rausfinden. Das lässt sich wunderbar tun heutzutage mit Daten über die verschiedenen Plattformen. Und dann kann ich ihn entsprechend auch mit dem richtigen Inhalt beschicken und dann hoffentlich auch konvertieren. Woher kommen denn all diese Daten? Also wie kann ich denn als Marke diese Daten für mich zusammenführen? Da brauche ich doch Systeme für. Die Systeme, aber erstmal muss ich ein Verständnis dafür haben. Es gibt Daten, die ich selber habe, mhm. Wenn er auf meine Plattform kommt, auf meine Webseite, meine App oder über Partner, also Third-Party-Data. Das können aber auch genauso Informationen sein, die in einer App gesammelt werden, wie Sensordaten. Das können aber auch Wi-Fi-Daten sein, die ich bekomme, weil der in freien Wi-Fi unterwegs ist. Oder ich kaufe Daten einfach von großen Datenpartnern ein, wie Payback zum Beispiel. Mhm. Das heißt, ich brauche aber eigentlich jemanden, der all das für mich zusammenführt und auswertet heutzutage. Ja, am besten aber in-house. Mhm. Weil wenn ich es extern mache, muss ich erstmal viel Geld bezahlen und dann datenschutzrechtlich ist das auch nicht so einfach. Das heißt, ich sollte mir jemanden ins Team holen, der Ahnung davon hat, von CRM, von Datenmodellen, von Consumer Journeys, von ganzen Micro-Touchpoints und hinterher auch dann diese Informationen so aufbereiten kann, dass das Marketing das richtige Marketing machen kann und die PR das richtige PR und der Service den richtigen Service. Wahnsinn, ganz schön viel zu tun. Aber ich glaube, wenn man das alles vernünftig macht, dann schafft man es auch, eine wunderbare Journey für den Customer aufzustellen. Beziehungsweise für den Consumer eigentlich, wo wir auch zu deinen wunderschönen 6S kommen, die ich immer so sehr liebe. Ja, ich auch. Magst du kurz erklären, worum es bei den 6S geht? Ja, die 6S ist für mich die Erfolgsformel für erfolgreiches Content. Es geht um erstmal Snackability. Das heißt, wie konsumierbar ist mein Inhalt? Das heißt, egal auf welchem Plattform, in welchem Umfeld ich agiere, ich möchte den Content gerne so haben, dass der Kunde ihn sofort und einfach konsumieren kann. Bild und Text in der richtigen Format für das richtige, für die richtige Plattform. Das zweite ist, man muss Spaß haben, es zu teilen. Also Shareability ist das zweite. Dann sollte es entsprechend natürlich schnell gehen. Wenn ich irgendwas habe, was gerade ein Riesentrend ist, wo die Leute draufspringen, schafft zum Beispiel Julian Bam, macht das super gut. Der kriegt das hin, wenn Bibi seinen Song macht, hat er nach kürzester Zeit auch seinen Song zu Bibi hin. Das heißt, das teilen die Leute wieder. Dann geht es darum, es muss einfach sein. Die Leute müssen es sofort verstehen können, ohne groß nachzudenken. Es muss strategisch sein, das heißt, es muss in ein Ziel einzahlen und nicht irgendwelche wilden Ideen nur umsetzen. Und am Ende geht es auch darum, dass das Ganze natürlich Spaß macht. Super, vielen Dank, Simon. Du bist jetzt schon direkt wieder auf dem Sprung zu deinem nächsten Termin, soweit ich weiß. Genau, ich fliege jetzt nach Düsseldorf. Ah, aber ich habe euch die Sonne aus Hamburg mitgebracht. Das finde ich sehr toll. Ich hoffe, du lässt sie uns hier. Danke. Auf alle Fälle. Und bis bald. Bis bald. Ja, ciao.